Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von The Long Dark. Wir sitzen hier ganz gemütlich am Feuerchen, mitten in der Nacht, mitten in der Wildnis. Oh, wir haben hier die Laterne noch. Take it. Die sollten wir mal ausschalten, weil die brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Wir haben ja Licht in etwa ein bisschen. Wir laden nochmal nach. Wir haben ja gerade den Wolf getötet. Achso, apropos Wolf getötet. Vielleicht sollten wir dann nochmal das Fleisch braten, ne, wenn wir jetzt gerade schon mal am Feuer sitzen. Prinzipiell keine schlechte Idee. Wir machen das auch gerade mal. Ja, wir sind ja leider in der Wildnis gefangen gewesen, weil zwischendurch halt auch noch ein Sturm da war. Deswegen konnten wir nicht weitergehen. Und ja, jetzt ist es hier gerade so gemütlich. Wir frieren nicht. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Hunger und Durst. Haben uns halt hier so ein Feuerchen gemacht und ja, braten jetzt gerade das Fleisch und warten ab, bis es morgen wird, damit wir dann gemütlich weitergehen können. Problem an der Sache ist, wir sind echt ziemlich überladen und das müssten wir eigentlich mal beseitigen. Habe aber keine Ahnung, wie wir das spontan anstellen, weil wir auch jetzt mal wieder einen Wolfen eingesammelt haben. So, wir haben jetzt ein bisschen Hunger und ein bisschen Durst. Ich benutze jetzt einfach mal das Zeug, was hier fast abgelaufen ist. Was bedeutet, ich mache auch jetzt mal den Jullaschwarm. Ich habe hier mal ein bisschen Kältebonus. Genug Zeit haben wir ja, das Feuer brennt noch ein paar Stündchen. 6 Stunden brennt es noch, um genau zu sein. Was ziemlich gut ist, weil dann geht es nämlich bis zum nächsten Morgen. So, die haben wir uns direkt auch mal rein. 450 Kalorien. Ja, pass auf, die Pfirsiche machen wir uns auch noch heiß. Durst. So. Läuft bei uns. Ich finde diese Musik hier gerade sehr schrecklich, wenn ich ehrlich sein soll. Wir haben immer noch Durst. Das beseitigen wir gleich nochmal mit ein bisschen Pfirsichen. Ich bin zu satt, um zu essen. Okay. So, wir sind auf jeden Fall ein bisschen erschöpft. Das bedeutet für mich, wir legen uns hier noch mal kurz zum Holz sammeln hin. Nein, wir schlafen jetzt gerade doch noch mal ein bisschen. Und zwar machen wir mal 4 Stündchen. Feuer brennt ja. Oh, unser Zustand war auch ziemlich... Ach klar, wir haben ja gerade eben erst gegen einen Holzwurm gekämpft, gegen einen Wolf gekämpft. Was ist denn hier wieder mit meiner Sprachsteuerung los? Verdammt, Dacke. So, wie lange brennt das Feuer noch? 2 Stündchen knapp. So, wir haben immer noch relativ viel Durst. Das heißt, wir hauen die Pfirsiche nochmal komplett weg. Und dann trinken wir nochmal was. So, und dann, ehrlich gesagt, hau ich mich hier nochmal... Was sagt unser Zustand? 88%. Hau ich mich hier nochmal 3 Stündchen hin. In der Zeit geht das Feuer zwar aus, aber das brauchen wir auch nicht mehr. Und wir müssten aufwachen, wenn es wieder hell ist. Ja, guck mal. Schön. 94% Zustand. Das ist nicht die Welt. Aber unsere Erschöpfung ist weg. Okay, wir sind ein bisschen kalt geworden jetzt in der Zeit. Looks like a new day is dawning. Dann hauen wir mal das Wolfsfleisch weg. Und nochmal ein bisschen Wasser. Wir werden irgendwie unser Übergewicht nicht los, ne? Sehr seltsam hier. So, dann schauen wir hier nochmal gerade rein. Was sagen unsere Klamotten? 49... Ui. Ui. Ach so, klar, wir haben gegen den Wolf gekämpft mal wieder, ne? Okay, das wiederum bedeutet für mich... da liegt er, der Sauhund. Das wiederum bedeutet für mich, wir müssen hier weg. Und ich überlege gerade, aus welcher Richtung wir gekommen sind.
jeden Fall nicht aus dieser hier. Deshalb gehe ich mal in die Richtung weiter. Wir müssen irgendwo uns einen besseren Unterschlupf suchen. Weil das Ding da hält halt so gut wie keinen Wind ab. Und wenn wir jetzt da anfangen würden, unsere Sachen zu reparieren, würden wir ziemlich schnell kalt werden. Das heißt, wir müssten dann wieder ein Feuer machen und kämen dann irgendwie offensichtlicherweise nie da weg. Deshalb suchen wir uns einen anderen Unterschlupf. Und hoffen halt auch mal, dass wir wirklich einen finden. Problem an der Sache ist, ich kenne mich hier auf dieser Map wirklich nicht sonderbar gut aus. Als ich das Spiel mal offline gespielt habe, bin ich hier ein bisschen rumgelaufen, aber nicht so, dass ich sagen würde, hey, ja, hier kenne ich mich gut, total gut aus. Wir werden relativ schnell kalt jetzt gerade. Das bedeutet auf jeden Fall, dass ja, ich jetzt nicht sagen kann, ob hier irgendwas in der Nähe ist, wo wir hin können, oder ob hier nichts in der Nähe ist, wo wir hin können. Momentan sieht es so aus, als ob es hier nichts gibt. Wir laufen aber einfach mal weiter, ganz mutig. Und mit Laufen meine ich auch hier wieder schleichen. Weil wir echt aufgrund der Tatsache, dass wir so überladen sind. So, hier ist es gerade ein bisschen wärmer. Aufgrund der Tatsache, dass wir hier halt ein bisschen überladen sind, kommen wir halt einfach gerade nicht so schnell voran. So, und wir müssen einfach ein bisschen Ausschau nach Häusern, Hütten, meinetwegen auch zur Not einer Höhle Ausschau halten, weil da ist es zumindest windstill und wir können auf dem Höhlenboden ein Feuer machen, während wir uns da im Schutz der Höhle befinden. Deswegen nähere ich mich jetzt auch gerade mal so ein bisschen der Felswand, um mal zu gucken, ob wir da irgendwo eine Höhle haben. Aber es sieht jetzt gerade nicht so aus, als ob hier direkt was in unmittelbarer Nähe ist. Was auch hier wieder für mich bedeutet, wir müssen ein bisschen schneller laufen. Oh, wir werden richtig kalt gerade, ne? Wir werden richtig kalt. Dieser elende Wind ist ein bisschen blöd. Und ich befürchte, irgendwann wird uns das nochmal zum Verhängnis werden, dass wir hier so ganz mutig mit richtig viel Gewicht rumlaufen und einfach alles ignorieren. So, wie befürchtet, gibt's hier auch nichts. Ätzend, ätzend, ätzend. Das heißt, wir müssen da irgendwie rauf. Was im überladenen Zustand natürlich auch total super ist. So, was sagt die Kälte? Minus 11 Grad gefühlt. So, hier wird es gerade ein bisschen wärmer. Das sieht nicht so aus, als ob der Wind nachgelassen hätte, ne? Ne, irgendwie nicht. So, ich hoffe mal, dass wir hier raufkommen. Sollen wir die mal ein bisschen erleichtern, indem wir nochmal was essen? Keine schlechte Idee, oder? Wir haben schon festgestellt, jedes Gramm zählt. Deswegen hau weg den Krempel. So, und guck mal, ich meine, wir wären ein bisschen schneller geworden dadurch. Wie super wäre jetzt hier eine Höhle gewesen. Kälte. Okay, ich hab's. Ja, das war unausweichlich. Das musste jetzt irgendwann kommen. Das ist natürlich jetzt auch die Konsequenz aus der Tatsache, dass unsere Kleidung jetzt so zerstört ist von den ganzen Kämpfen, die wir jetzt in jüngster Zeit hatten. Komm, mach mich nicht schwach. Geh hier einfach hoch, ohne dir irgendwas zu tun. Dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Und am besten, oder noch zufriedener wäre ich, wenn wir jetzt irgendwas entdecken könnten, wo wir reingehen könnten. Am liebsten natürlich ein Haus.
Aber ich nehme auch eine Bärenhöhle. Da unten ist ein Schuppen. Auch das ist schon mal besser als gar nichts. Ach, guck mal, da ist auch ein Haus. Wo sind wir da hier? Ach, sieh mal, na guck. Das ist natürlich cool. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier gefahrenlos runter? Unterkühlt. Haus des Pelzjägers. Willkommen im Haus des Pelzjägers. Herzlich willkommen. Willkommen, willkommen. Hallödrio im Haus des Pelzlägers. Pelzlägers. Ich bin auch ein Pelzläger, echt. So, aber im Prinzip ist das Haus hier ein Segen, weil da hinten liegt irgendwas in dem Ding. Da können wir uns aber gerade nicht drum kümmern, weil wir sind unterkühlt, wir sind erschöpft, wir sind überladen. Und wir haben Gewehrmunition gefunden, schon wieder. Yay! Alter, 37 Schuss haben wir. 37 Schuss. Ja, klar, her damit. Probably useful. Wasserreinigungstabletten, hatten wir auch schon lange nicht mehr. So, gibt's hier eine Werkbank? Ach, guck mal, hier gibt's eine Werkbank. Das ist auch cool. Einmannpackung. Ich sammle auch hier erstmal wieder alles ein und überlege mir danach, was ich davon brauche und was nicht. Streichhölzer. Ach, guck mal, eine Schlinge. Energieriegel, Trockenfleisch. Ich habe den Safe übrigens nicht übersehen. Den würde ich aber gerne zum Schluss machen. Ein Buch, ernsthaft? Okay, Jagdmesser. Zwei Metallbehälter. Ey, was sind das für eine Goldgrube hier? Alter. Wir haben einen Ofen sogar hier. Und Holz. Gerade mal die Laterne rausholen. Ofen, Holz. Alles hier. Antiseptikum. Noch ein Verband. Oh, guck mal. Den Spind hätte ich auch fast übersehen. Noch ein Verband. Ja, das ist natürlich geil. Das ist sehr, sehr geil. Oh, guck mal. Da oben haben wir noch jede Menge übersehen. Stoff, Pfirsiche, Bohnen, ein Plastikbehälter. Das ist hier echt eine Goldgrube. Das ist wirklich eine Goldgrube. So, und jetzt kümmern wir uns um den Safe. Gucken wir mal. So, irgendwo bei 25. Zack. Irgendwo bei 55. Und dann schauen wir mal. Während ich das jetzt mache, trinke ich gerade mal einen Schluck. Oh, super. Das ging schnell. This will come in handy. Nochmal eine einzelne Gewehrpatrone. Super. Und eine Einmannpackung. Okay. Jetzt schauen wir gerade mal. Die Kälte geht extrem schnell zurück. Wir sind eigentlich nicht erschöpft. Wir haben ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Das bedeutet, wir verbringen diese Folge vermutlich bis zum Ende nochmal damit, hier unser Zeug zu reparieren. Unter anderem den Wolfspelzmantel. 30% kriegt man damit repariert. Das ist super. Das machen wir als erstes mal. So verlieren wir nämlich jetzt auch ein bisschen Ballast. So, 19% zu reparieren wäre jetzt sehr blöd von uns, wenn wir das tun würden. Wir reparieren die Handschuhe auf jeden Fall nochmal. 52% Reparaturumfang. Ja, das machen wir trotzdem. Perfekt. So, wir machen die Jeans. Ja, die machen wir auch. 30% ist auch in Ordnung. So, den Schal.
Machen wir auch auf 100%. Die Mütze. Die Mütze. Machen wir auch auf 100%. Dann haben wir noch die Stiefel. Die werden wir wahrscheinlich nicht auf 100% kriegen, mit einem Mal reparieren. Aber fast scheiße. Wir haben kein Leder mehr. Fuck, wieso haben wir denn kein Leder mehr? Weil wir es nicht mitgenommen haben, ne? Klingt irgendwie logisch. Wollsocken. Ne, die machen wir nicht mehr. So, wir haben Hunger und Durst. Das ist aber ja in Ordnung. Ich gucke aber jetzt gerade mal. Guck mal, das Messer kann man nämlich auch zerlegen. Und auch reparieren. Deswegen zerlegen wir auch das eine Messer hier. Auch immerhin 300 Gramm, die wir gespart haben. Genau so. Und dann hauen wir uns hier mal ein bisschen Fleisch rein. Was ist so eine einseitige Ernährung gerade hier? Das hauen wir uns auch rein. Aber dafür haben wir auch so viel anderen Krempel jetzt noch gefunden. Das ist eigentlich auch ganz cool. 6 Liter Wasser haben wir noch. Das ist auch nicht ganz uncool. So. Jetzt haben wir nur noch ein bisschen Erschöpfung. Jetzt schauen wir hier gerade nochmal rein. Wir müssen auf jeden Fall an die Werkbank. Das erledigen wir jetzt auch direkt mal. Weil ich würde mir nämlich gerne... ja, die würde ich mir auch gerne machen. Aber dazu fehlt uns immer noch Kaninchenpelz. Eine Fackel, nein. Bärenschlaf sagt nein. Bartflechtenverband. Das würde ich mir gerne herstellen. Und davon stelle ich mir auch noch einen her. Also so viele wie gehen. Okay, das war es auch schon. Ja, das ist cool. Jetzt haben wir ein paar normale Verbände noch. Das ist auch in Ordnung. Ja, dass wir kein Leder mit dabei haben, ist relativ blöd, aber das kriegen wir irgendwann zwischendurch nochmal hin. So, was haben wir hier noch? Das ist alles eigentlich in Ordnung, da müssen wir nichts tun. Wir haben jetzt 2 Schlingen, eigentlich würde ich die gerne mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, wie man die benutzt. Also, die setzt man irgendwo hin, aber ich weiß nicht, ob man die Kaninchen da reintreiben muss oder sonst irgendwas damit machen muss. Die Fackel lassen wir auf jeden Fall hier. Ansonsten haben wir aber nichts, was hier bleiben müsste. Hier, die füllen wir nochmal auf. So, und hier haben wir natürlich auch ein bisschen Gewicht noch mit rumzutragen, ne? Okay. Das passt aber soweit alles. So, das bedeutet 15.30 Uhr. Wir müssen die Nacht hier auf jeden Fall verbringen, weil wir jetzt auf jeden Fall schlafen müssen wegen unserer Erschöpfung und unserem Zustand. Und danach wird es dunkel sein. Oh, wir sind so scheiße überladen, ne? Das Erste, was ich jetzt mal mache, ist von dem Erste-Hilfe-Kram ein bisschen was hier lassen. Und zwar das Antiseptikum brauchen wir nicht. Filtern wir mal hier. Schmerzmittel brauchen wir auch keine 14 Stück. Da nehme ich mal nur 10 Stück von mit. Okay, die Wasserreinigungstabletten. Ja. Die sollten wir vielleicht nochmal verwenden dann gleich, ne? So, den Rest von dem Erste-Hilfe-Kram würde ich mitnehmen wollen. Und dann legen wir in das Spind auf jeden Fall noch ein bisschen Krempel ab, glaube ich. Ja, die Kanister, die würde ich ungern hier lassen. Mit den Kanistern ist das immer so eine Sache. Die nützen uns halt im Notfall auch relativ wenig, ne? Sonst hätte ich gesagt, ich würde einen davon hier lassen für den Notfall. Aber was nützt... Achso, die Fackel wollte ich hier reinlegen. Genau, jetzt erinnere ich mich. 300 Gramm sind 300 Gramm, ne? Zack. Okay. Dann bedeutet das, wir schlafen jetzt mal ein Ründchen.
Und zwar schlafen wir 4 Stunden. Das sollte für unseren Zustand ausreichen. Jawohl. Und dann essen wir nochmal eine Runde was. Oh, komm, da passt noch was, da passt noch was. Jung, iss, damit du was wirst. Und ein bisschen Wasser trinken. So, und dann... Wo ist der Ofen? Einfach um das Buch loszuwerden. Einfach um das Buch loszuwerden und die Wassertabletten loszuwerden, mache ich jetzt nochmal ein Feuer und koche mir nochmal 4 Liter Wasser. Was wir dann mit den Wassertabletten, also ich schmelze 4 Liter Schnee, 4 Kilo Schnee oder wie auch immer. Und dann reinigen wir das Wasser mit den Wassertabletten. Mir ist klar, dass wir dann wieder 4 Kilo zusätzlich haben. Wir haben aber jetzt 1 Kilo durch das Buch verloren und werden auch nochmal mindestens 1 Kilo verlieren, weil wir jetzt das Holz hier noch reinpacken. Zack. Und dann schmelzen wir 4 Liter. Mal gucken, ob das in einer Stunde funktioniert. Sieht irgendwie nicht so aus. 3,97 Liter, ja, da kann ich mit leben. Und dann werden wir die Tabletten hier mal verwenden. Die können wir jetzt auch restlos verwenden. Die 0,03 Liter, die uns da jetzt fehlen zu dem vollen Liter, sind mir persönlich relativ egal. So. Damit haben wir wieder 9 Liter Wasser. Und vermutlich auch wieder ein bisschen Hunger. Und direkt ein bisschen Durst. So, jetzt gucke ich gerade nochmal hier hin. Jetzt haben wir nämlich auch kein Holz mehr. So, die zerlege ich nochmal. Und dann können wir uns für die Nacht hinlegen. Und bis zum nächsten Morgen pennen. Und dann soll es das für diese Folge auch schon wieder gewesen sein. Warm und totschick, ja, auf jeden Fall. Ja, das sieht doch insgesamt eigentlich ganz gut aus, ne? So, gucken mal kurz orientieren. Finde ich das Bett hier im Dunkeln? Offensichtlich finde ich das Bett im Dunkeln nicht. Achso, war eigentlich direkt in der Nähe. Die Laterne machen wir dazu aber wieder aus. Und dann schlafen wir 8 Stunden. Und sind dann quasi wieder relativ fit. Ich esse nochmal einen Happen. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden aber nicht leichter. Ne? Je länger wir rumlaufen, ich hatte eigentlich gedacht, okay, ja, komm, ein bisschen Gewicht verlieren wir stetig. Aber je weiter wir kommen, umso schwerer werden wir eher. Naja, das soll jetzt erstmal nicht mehr das Problem dieser Folge sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt The Long Dark und der Kampf ums Überleben. Bis dahin, ciao!